Ja, herzlich willkommen zu unserem Cut-Café Nummer 70. Heute die Rosenmontagsausgabe, 15:02. Ich hatte ja versprochen, dass wir diese Cut-Café-Sitzung ausfallen lassen, habe aber nicht rechtzeitig realisiert, dass heute Rosenmontag ist und nicht erst nächste Woche. Deshalb sind wir heute hier in einer kleineren Mannschaft. Herr Trost ist dabei. Hallo. Frau Amrusch macht Urlaub. Sie ist heute Morgen nicht im Büro. Wie, glaube ich, auch die Hälfte der Republik, die ja ebenfalls im Urlaub oder auf irgendwelchen Fastnachtsumzügen zu sein scheint. Ich kann das gar nicht verstehen. Ja, die ist ja viel interessanter, viel spannender, als in der Kälte draußen zu stehen. Ja, was machen wir heute? Fragen, Anregungen? Sie Also wissen, Cut-Café wird ja aufgezeichnet. Wir veröffentlichen die Sitzungen, dass Sie das wissen, auf unserem YouTube-Kanal. Und wir haben die letzte Sitzung, die 69, haben wir bereits letzte Woche veröffentlicht. Vielleicht eine organisatorische Geschichte. Lassen Sie mich mal kurz im Kalender gucken. Wir haben in unserem nächsten Cut-Café, heute ist der 22. 12. ist heute. Heute ist der 12. Warum bin ich schon im März? Heute ist der 12. 14. ist Valentinstag, okay. Die Woche darauf, am 26., das heißt zum nächsten Cut-Café, haben wir einen Gastredner, haben wir jemanden von der Firma GeoVisual, den Geschäftsführer, den Herrn Heidenreich. Und dort wird er uns zeigen, wie seine Software im Visualisierungsumfeld aus BricsCAD heraus sofort Visualisierung generieren kann. Und der Vorteil von GeoVisual ist, im Gegensatz zu vielen anderen Visualisierungsapplikationen und Programmen, dass er mit seiner Firma, mit seinem Startup einen Fokus gelegt hat auf die Infrastruktur, also größere Bauwerke. Deshalb merken Sie sich diesen Termin. Nächste Cut-Café-Sitzung haben wir immer eine halbe Stunde eingeräumt und ihn gebeten, hier seine Lösung mal vorzustellen. Ich denke, das wird eine sehr spannende Sache. Seien Sie gespannt. Okay. Sonst von den Themen hatten wir ja gesagt, dass wir so ein bisschen die Themen aus dem Support aufgreifen. Da habe ich eine Kleinigkeit heute mal mit dabei. Passiert, glaube ich, jedem mit der Zeit. Ich teile kurz mal meinen Monitor. Diesen hier. Und ihr seht jetzt meinen Monitor. Ich habe hier mal etwas aus der Konstruktion, sprich aus dem Modellbereich. Habe dann eine kleine Holzkiste im letzten Ultimate-Seminar hier mal gebastelt und das Ganze nehme ich jetzt mal als Beispiel. Wenn ich jetzt mal ins Layout gehe, dann kommt es sehr oft zu diesem Sachverhalt. Man sieht etwas, aber irgendwie vermisst man doch das Ansichtsfenster. Und wenn man sich das dann mal genauer anschaut, wenn ich dann hier an der richtigen Stelle einen Doppelklick mache, dann sieht man, dass dann doch etwas da liegt. Aber irgendwie ist hier etwas nicht so, wie man es gewohnt ist. Dieses Phänomen passiert relativ häufig. Und zwar ist die Ursache im Prinzip relativ simpel, nur sehr oft kommt man nicht im ersten Gedanken drauf. Wenn ich mal auf meine Layer-Struktur schaue, dann sieht man hier recht gut, dass hier lediglich der Layer ausgeschaltet oder gefroren ist. Ja, kriege das auch relativ häufig mit, dass aus einer Zeichnung in die andere Zeichnung kopiert wird. Dann kommt der Layer natürlich mit. Wenn dann das ein ausgeschalteter Layer sein sollte in der Zeichnung, Okay. dann vermisst man hier sehr schnell das Ansichtsfenster. Und wenn das dann, sage ich mal, sogar das Thema noch sein sollte, dass der Layer in dem Moment nicht ausgeschaltet ist, wie in meinem Fall, sondern in dem Fall beispielsweise gefroren, dann kann ich in dem Fall hier auch nicht auswählen, das Ansichtsfenster löschen oder ähnliches. Und dieses Phänomen ist doch relativ häufig mal so eine kleine Ursache, da mal auf die Suche gehen zu müssen. Das heißt, wenn jemand von euch das Ansichtsfenster vermisst, dann ist das in der Regel hier so eine Ursache. Und bei vielen Layern kann das halt sehr oft mal passieren,
dass in dem Fall da das Ganze untergeht. Verständlicherweise in der V23 mit dem farblosen Panel passiert es noch relativ häufig, weil dann die Glühbirne ja auch schwer nachzuvollziehen ist. Ja, das kommt ja auch Deswegen. dazu. Man muss ja layerbezogen arbeiten. Normalerweise, ich zeichne einfach mein Ansichtsfenster, achte gar nicht darauf, auf welchem Layer das liegt. Und dann sage ich, eigentlich wollte ich diesen Layer 0 gar nicht ausdrucken. Dann schalte ich den aus. Und dann ist mein Ansichtsfenster weg. Okay. Also klar, layerbezogen arbeiten, das ist wichtig. Und Sie haben jetzt hier auch bei den, wenn wir das Ansichtsfenster frieren, wird das dann trotzdem mitgedruckt? Gute Frage. Okay. Also, gut, bei mir ist jetzt der Layer sowieso aus Gewohnheit auf nicht druckbar gestellt. Deswegen, nach Ihrem Wunsch, müsste ich den erstmal wieder anschalten. Okay. So, und Sie wollten ihn Frieren. gefroren haben. Ja. Und wenn ich jetzt mal hier. Voransicht sollte ja reichen. Ja, also Ja, wird trotzdem gedruckt. Okay. mitgedruckt wird er auf jeden Fall. Aber wie gesagt, bei der Auswahl ist das immer ein bisschen so die Geschichte, wenn man das sozusagen, ich habe das oft im Support, dass mal das Ansichtsfenster auf einem Layer liegt, wo es gar nicht gedacht war. Und dann wird der Layer in dem Fall ausgeschaltet oder gefroren. Dann geht hier doch durchaus mal die Suche los, dass man dann entsprechend doch agieren kann. Also Ansichtsfenster heißt im Klartext dann, kann auf irgendeinem Layer liegen oder soll oder muss auf einem Layer liegen, nicht muss, sondern soll. Und wenn Sie dieses Fenster nicht auf dem Blatt Papier haben wollen, dann muss man auf nicht drucken oder nicht druckbare Layer gehen und dann Also ich suchen. bin, so schulen wir es auch in unseren Seminaren, dass in dem Fall hier der Rahmen des Ansichtsfensters doch zu sehen sein soll in der CAD-Umgebung. Aber dann gibt es im Layer-Panel ja hier das Thema nicht drucken. Dann ist in dem Fall die Ansicht auf dem Blatt, aber es kriegt keinen Rahmen in dem Sinn. Und man sieht hier, wo man es auswählt, weil wenn dann der ganze Layer gefroren oder ausgeschaltet wird, dann ist die Anwahl des Ansichtsfensters sehr schwierig. Speziell wenn ich dran denke, Maßstab einstellen wollen etc., dann braucht man doch mal den Rahmen. Und wenn man den aus Versehen auf einem ausgeschalteten oder gefrorenen Layer hat, kann das mal eine kleine Herausforderung werden. Ja, es ist halt schade, dass halt dieser Nicht-Drucken-Schalter irgendwie ganz weit hinten ist im Layer-Panel. Aber das kann man ja, glaube ich, auch nach vorne holen. Ne? Ja, in der Tabelle kann man die Spalte Genau, die Spalte anklicken und nach entsprechend sehen. vorne nach Ja. links ziehen, sodass man halt die wichtigen Geschichten sieht. Ja. Okay. So, ich habe noch eine Sache, die ist relativ frisch. Wir waren ja in Gent und hatten auch da Treffen mit dem Softwarehersteller Brixis, also dem Eigner von Brixcad in dem Fall. Und da habe ich mir doch mal die Zeit genommen, mit einigen Entwicklern mal über die Software detaillierter zu sprechen. Wir haben einige Kunden, die seit Jahren das Mechanical verwenden. Und da gibt es immer wieder ein Thema, auf das ich hier jetzt mal ganz kurz eingehen möchte. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die Box, die ihr hier seht, ist meinerseits komplett parametrisiert. Das heißt, ich kann hier beispielsweise die Breite der Box entsprechend umstellen, wenn ich das mag. Ja, und schon hat sie sich reduziert, wie ihr seht. Situation ist jetzt die, wenn man aus dieser Box in dem Fall eine Zeichnungsableitung machen möchte, dann ist das im Mechanical eine Anwendung über die sogenannten Basisansichten oder die generierten Ansichten. Kann also hier auf die Basisansicht beispielsweise gehen, nehme hier jetzt mal mein gesamtes Modell mit in das Layout A4 und kann hier meine Ansicht positionieren, könnte hier jetzt auch die weiteren Ansichten von dieser Box erstellen. Das möchte ich aber in der Situation nicht. Aber man merkt jetzt schon, mein Rechner ist gerade beschäftigt und erstellt mir hier die generierte Ansicht.
Wenn man dann doch eine komplette Zeichnungsableitung hier erstellt, kann es sein, dass das hier mal doch sehr rechenintensiv wird. Ja, deswegen sind wir da so ein bisschen auf der Suche gewesen, wie können wir hier jetzt in dem Fall das Ganze etwas beschleunigen. Man muss dazu sagen, Brixis hat in den Versionen 22, 23 und auch jetzt die 24 doch sehr, sehr viel Entwicklung investiert, dass die generierten Ansichten merklich schneller geworden sind. Ich möchte hier im CAD-Café nochmal einen Gedanken zeigen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal die Box und doch haben wir in letzter Zeit einige Kunden, die auch das BIM entsprechend von BricsCAD verwenden. Deswegen bin ich jetzt hier mal hergegangen und habe, jetzt muss ich selber mal gucken, die Sections. Ich habe jetzt hier mal einen Schnitt von BIM rein positioniert. Ihr seht es hier oben. Die BIM-Schnitte sind in dem Fall eine weitere Möglichkeit, die lediglich im BIM besteht, um Schnitte abzuleiten oder auch Ansichten zu erstellen. Und ich habe jetzt hier mal so einen BIM-Schnitt hingelegt. Ich möchte aber trotzdem meinen Gedanken aus Mechanical fortführen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal in das Layout gehe und mir dort mal auf meinem Layer-Ansichtsfenster ein ganz normales 2D-Ansichtsfenster anlege, so wie ich das im Prinzip schon jahrelang im 2D tue. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Mein Zoom-Fenster muss ich kurz wegnehmen. So, und zwar, ich mache das immer ganz gerne Ansicht und dann hier Ansichtsfenster und ziehe mir hier jetzt beispielsweise ein ganz normales 2D-Ansichtsfenster dorthin. Und kriege hier den Durchschaublick in den Modellbereich. Ich möchte hier jetzt in dem Fall, wie gesagt, eine Art Mechanical-Zeichnung machen. Und da ist es beispielsweise üblich, Symmetrieansichten zu erzeugen. Und da ist in dem Fall mit bei den Meetings in Gent Folgendes mal zur Sprache gekommen. Ich aktiviere hier jetzt mal mein Ansichtsfenster. Und jetzt möchte ich diesen BIM-Schnitt, den ich da in der Zeichnung sehe, hier in diesem Ansichtsfenster darstellen. Und da gehe ich jetzt her, gehe in die Befehlszeile hier unten und tippe jetzt mal Activate Section View. Dann seht ihr, da unten ist ein Befehl zu sehen. Aktiviere BIM-Schnitt. Das tue ich jetzt mal. Und wähle jetzt hier manuell meine Schnittlinie aus. Und dann seht ihr, dass der BIM-Schnitt hier auch in dieser Ansicht genutzt werden kann. Ja, das Einzige, was jetzt hier noch Thema ist, ihr seht in der Ansicht diese blaue Linie. Das ist die Schnittlinie aus dem BIM. Die wird aber bei der Verwendung der BIM-Schnitte definitiv auf dem eigenen Layer gelegt. Das heißt, wenn ich diesen Layer jetzt hier friere, dann ist in dem Sinn diese Schnittlinie auch schon wieder verschwunden. Und wenn man jetzt mal schaut als kleine Gegenprobe, ich gehe jetzt mal her und verändere meinen Parameter. Hier beispielsweise, ich mache die Piste etwas länger. Ja, 800 nicht gleich. Nehmen wir mal 600 wieder. Dann ist hier im Modell alles schon entsprechend umgestellt. Wenn ich jetzt mal in mein Layout gehe, mein Rechner ist mit der generierten Ansicht noch beschäftigt, deswegen rattert er, aber ihr seht, der BIM-Schnitt ist schon fertig. Ja, das heißt, hier ist so ein bisschen der Gedanke, wenn es Kunden von euch gibt, die jetzt ist erst die generierte Ansicht fertig gewesen, wenn hier in dem Fall jemand das Gefühl hat, dass die generierten Ansichten bei großen Projekten zu lange dauern, dann möchte ich hier langfristig die Nutzung der BIM-Schnitte in dem Fall hier noch als Möglichkeit aufzeigen. Würde aber bedeuten, dass Kunden, die diesen Effekt nutzen möchten, auf die Ultimate-Variante gehen müssten, weil diese Variante Ultimate ist die gemeinsame Nutzung von Mechanical und BIM. Ja, du musst jetzt bei der Variante ist es ja so,
Das Ergebnis würden wir auch hinkriegen, wenn wir ein Ansichtsfenster definieren, ganz normal, und dann dort in den Orbit wechseln, in diese Ansicht. Muss das Ja. ja auch drauf, auch funktionieren. Ja, es geht aber dann auch um die Aktualisierung etc. Des BIM-Schnittes. Das ist mit dem Ansichtsfenster natürlich auch möglich, klar. Was wäre denn, wenn der BIM-Schnitt durch unsere Obstkiste da geht oder sowas? Blicke frei in die Zeichnung und nehme mir hier den BIM-Schnitt. Das DBKS muss bei der Nutzung des Schnittes aktiv sein und lege meinen Schnitt auf diese Fläche und fahre jetzt hier beispielsweise in die Box hinein. Das Ganze lege ich natürlich noch auf den Section Layer, der noch gefroren ist. Okay. Kleinen Moment. Section. So, dann sieht man hier die Schnittlinie, die ich per Doppelklick aktivieren oder deaktivieren kann. Ja, hier sind auch in dem Fall BIM-Materialien verwendet. Das heißt, daher kommen auch die entsprechenden Schraffuren. So, jetzt gucken wir mal. A4 auf das Layout. Ja, so, jetzt will ich natürlich ein weiteres Ansichtsfenster haben. Gehe jetzt hier mal dazwischen. So, und Doppelklick. Activate Section View. Das habe ich gelernt jetzt, ja. Activate Section View. Ich muss es mit C schreiben, sonst kennt das nicht. Also das ist eigentlich der englische Befehl, deswegen Activate Section View. Und jetzt suche ich mir hier die entsprechende Schnittlinie. Das war die falsche, das mit meinem anderen, glaube ich. Ja, klar, Moment, dann machen wir nur kurz rückgängig. Muss ich jetzt hier den richtigen Schnitt auswähle und dann zieht er diesen. Na. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Verschiebevektor, was wollte er jetzt? Moment, ich nehme das Ansichtsfenster mal weg, nicht, dass die beiden kollidieren. Dann zieht er den Schnitt auch entsprechend den hier in den Blick. Kann auch dann herkömmlich wie beim 2D-Ansichtsfenster den Maßstab definieren, wenn ich das mag. Also hier ähnlich, wie man das in dem Fall kennt. Und ich möchte es jetzt gerade noch mal probieren. Also kann man auch mit dem BIM-Schnitt, das ist die Folgerung, ein Mechanikelement ganz normal schneiden. Ja, das ist halt in dem Fall der Gedanke, weil diese Ansichten in dem Fall nicht so rechenintensiv sind, wie es die 2D-Ansichten sind. So, jetzt nehme ich hier den Schnitt mal zurück. So, ich muss schauen. Und Das ist jetzt den. interessant. Der aktiviert das nur in dieser Ansicht. Okay. Ja, und ihr seht, es wirkt pro Ansichtsfenster und ist eine automatische Aktualisierung in dem Sinn. Und das war ein Thema, das haben wir uns in Gent mal erfragt, weil unser Gedanke ist halt mit der Ultimate, wie verzahnen sich die Möglichkeiten BIM und Mechanical? Klar, jemand, der dieses Update beispielsweise oder diese Variante sich erwirbt, kann Mechanical nutzen, kann BIM nutzen, ganz klar. Aber in dem Fall, es stellt sich immer die Frage, wie verzahnen sich die Objekte?
Und wenn ich mir dann im Mechanical in dem Fall die Stückliste beispielsweise noch hole, funktionieren auf diesen Ansichten auch die Positionsnummern, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. In dem Moment ist hier ganz klar der Gedanke möglich, dass man die generierten Ansichten, da sie rechenintensiver sind, in dem Fall etwas reduzieren kann. Und beispielsweise so lange mit den BIM-Schnitten arbeitet, bis man sozusagen am Ende des Projektes ist, wäre eine Option. Oder dass man, wie ich es hier gezeigt habe, die Ansichten, die man als generierte Ansichten benötigt, so entsprechend erstellt und andere Ansichten, die sozusagen hier dabei sind, mit den BIM-Schnitten macht. Der Gedanke, der hier auch wirklich dahinter steckt, man sieht, dass hier doch realistische Bilder entstehen. Bei dem Ultimate-Gedanken kann man jetzt hier in dem Fall auch im Mechanical die BIM-Materialien verwenden, was hier ganz klar dahinter steckt. In dem Moment gibt es hier doch sehr, sehr realistische Darstellungen dieser ganzen Elemente. Und das war für mich in Gent ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch da mal drüber zu reden, wie verzahnen sich BIM und Mechanical in der Ultimate-Variante. Deswegen wollte ich hier diesen Schnitt, wie wir ihn nutzen, auch mal zeigen. Activate Section View, wie gesagt, man muss den englischen Befehl tippen, um die Möglichkeit zu nutzen. Okay, da gibt es noch keinen deutschen Befehl dafür, oder? Ich kann noch mal Aktivieren gucken. wahrscheinlich, oder? Mit AK. Aktiviere, muss ja irgendwas in dieser Form sein. Okay. Aktiv. Da aktiviere Schnittansicht. Schnittansicht könnte es sein, ja. Ja. Befehl ist nur im Modellbereich gültig. Doppelklicken, ein Ansichtsfenster. Ansichtsfenster Genau. aktivieren, meinen Sie? Ja, und jetzt hoffe ich. Aktiv. Leiser. Genau. Ja. Also kann man auch in deutscher Sprache. Aktiviere Schnittansicht, ja. Okay. Aber es ist eine Nutzung in der Form, die war auch für mich bei dem Besuch in Gent komplett neu. Und wir hatten ja gesagt, dass wir für solche Tipps und Tricks hier das CAD Café als Plattform nutzen. Deswegen, da war die Information über diese Option. Okay. Ja, soweit von meiner Seite. Denke. Fragen. Keine Fragen. Vielleicht noch, da kann ich mich jetzt an eine Sache erinnern. Ich hatte auch meine Erlebnisse auf der Veranstaltung in Gent. Da habe ich mit einem der leitenden Programmierer dort irgendetwas gesprochen und habe dann eben versucht, eine Datei zu zeigen. Bin dann ganz normal auf den Windows Explorer, habe auf die DWG doppelt geklickt. Dann hat er auf meine Hand gehauen, hat gesagt, das machst du bitte nicht. Ich sage, wieso? Ich weiß natürlich, wieso. Es ist halt einfach aus Bequemlichkeit, aber es ist wohl so, dass wenn Sie im Explorer doppelklicken auf eine DWG, dann wird ja über die Verknüpfung von Windows gesucht, welches Programm ist jetzt mit der DWG verknüpft und es wird dann BricsCAD gestartet. Aber er sagte mir, das ist Glücksspiel. Ja, letztlich weiß man nicht, in welchem Profil es startet, was er entsprechend bei dem Starten mitnimmt. Und deshalb merken Sie sich, immer wenn Sie im Explorer eine DWG-Datei doppelklicken, dann kommt der Programmierer und haut Ihnen auf die Finger. Also immer zuerst die Software starten. Das ist auch zu AutoCAD-Zeiten schon so gewesen. Immer zuerst die Software starten, DWG-basiert, also BricsCAD starten. Und dann gehen Sie auf Datei öffnen und öffnen die Datei. Wenn Sie zum Beispiel schon BricsCAD geöffnet haben, die Version, die Sie brauchen, das Profil, was Sie brauchen, das läuft schon. Und Sie dann im Explorer auf eine DWG-Datei doppelklicken, dann geht es in dieser Version auf. Da habe ich keine Erlaubnis von den Programmierern, aber ich habe den Eindruck, dass das auch machbar ist. Also das erste Mal, wenn BricsCAD nicht geöffnet ist, nicht mit Doppelklick eine DWG und letztlich BricsCAD starten, sondern erstmal BricsCAD starten über Ihre ganz normale Startfläche, Ihr Icon auf dem Desktop und dann können Sie ganz normal Dateien öffnen. Okay. Matros, war da irgendeine Meldung eben? Ja, ich probiere es gerade, bevor ich antworte. Sie können Ihr Okay. Thema gerne übernehmen, wenn Sie möchten.
Weil die Antwort muss ich jetzt erstmal testen oder die Frage. Ja. Ich bin jetzt nicht in der Freigabe meines Monitors. Kleinen Moment. Okay. Obama hat gefragt, wie vermaßt man die Isometrie? Ja, das ist ein Thema, was ich in den Seminaren immer abgelehnt habe, weil in der Symmetrie darf man nicht bemaßen. Das probiere ich gerade, ob sich da was geändert hat. Mein Bauchgefühl sagt mir nein. Weil es sich bei den Ansichten um verkürzte Darstellungen handelt. In dem Moment gibt es die falschen Maße. Ja, das ist auch von den Programmierern so gesagt, dass eine Symmetrie an sich nicht zum Bemaßen geeignet ist. Das ist auch in anderen Programmen nicht möglich. Also in dem Fall eine Isometrieansicht ist eine reine Darstellungsansicht für die räumliche Darstellung von Objekten. Der Hintergrund ist in dem Fall der, wenn ich eine generierte Ansicht bemaße, dann ist das Maß korrekt. Deswegen Ansicht von oben, Ansicht von vorne und so weiter. Und die Symmetrieansicht ist eine programmiertechnisch verkürzte Darstellung, gibt in dem Fall nicht das gewünschte Maß. Okay. Deswegen diese Möglichkeit sollte man nicht tun. Ich kann die Frage nachvollziehen, wenn man halt in dem Fall auf einem A4-Blatt nur die Symmetriedarstellung haben möchte, dann entsteht immer wieder mal der Wunsch. Aber man muss sich trotzdem auf die Ansicht von oben, vorne und so weiter konzentrieren, dass die Maße entsprechend korrekt sind. Ja, ist jetzt in meiner Zeichnung hier auch der Fall gewesen. Ich habe generierte Ansichten drauf gehabt, Ansicht von vorne, Ansicht von unten in dem Fall und dann zur räumlichen Darstellung die Isometrieansicht. Und das ist eigentlich eine Okay. übliche Vorgehensweise. Natürlich bei einem Datenblatt von irgendwas macht man in der Regel nur eine Ansicht und dann ist es mit den Maßen schwierig. Daher kann ich den Wunsch nachvollziehen. Der ist aber programmiertechnisch nicht möglich. Okay. Gut, haben wir noch weitere Fragen? Gucken wir mal im Chat, Notizen, Chat. Chat, okay. Also Isometrie können wir nicht bemaßen, zumindest wissen wir nicht, wie das funktioniert. Gehen wir davon aus, dass es nicht funktioniert, aber wir schauen da nochmal nach und können nochmal Wie natürlich. gesagt, ich habe da schon mit Programmierern geschrieben, Okay. damals. Das ist jetzt zwar Dann. schon eine Weile her. Ich habe es jetzt eben an dem BIM-Objekt, weil die Situation war ja für mich vor 2 Wochen auch neu. Deswegen habe ich es eben abgeglichen, aber ich Okay. kriege keine Rückrechnung auf das Originalmaß. Weil das Okay. ist ja ein Thema, bei den Ansichten rechnet Brixcad ja in dem Fall auf das 1:1 Maß zurück. Das heißt, wenn ich eine generierte Ansicht mache, dann wird die ja maßstäblich ausgegeben. Und Okay. wenn ich dann bemaße, bekomme ich das 1:1 Maß. Das heißt, da findet eine merkliche Rückrechnung statt. Deswegen habe ich eben auch getestet, bevor ich geantwortet habe. Okay. Weil da sieht man an den Maßen, dass das keine 1:1 Maße sind, die man dort bekommt. Okay, wunderbar. Dann haben wir 15:30 Uhr. Wir möchten an diesem heutigen Rosenmontag nicht überziehen. Wenn keine weiteren Fragen sind, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wir veröffentlichen das so, bald es uns zur Verfügung steht, von Zoom generiert wird und ich das dann veröffentlichen darf. Wir sehen uns in 14 Tagen hier am gleichen Ort. Und dann haben wir, wie gesagt, Herrn Heidenreich, ich hoffe, er heißt Heidenreich, Heidenreich, genau, von der Firma GeoVisual mit dabei. Und ja, wenn weitere Fragen sind, her damit, dann können wir das auch im nächsten KKP gemeinsam behandeln. Machen Sie es gut, haben Sie noch einen schönen Tag, schöne Woche, bis in 2 Wochen. Tschüss.